Jo, und damit recht herzlich willkommen zum Teil 2 meines Lok-Reinigungsvideos. Komplettreinigung einer BR216. Naja, digital ist es eher unwichtig, weil ob ich nur eine Digitalplatine abschraube oder eine analoge, also wisst schon, was ich meine, normale Platine abschraube, ist das völlig egal. Nehmen wir erstmal. Und hier geht's weiter. Das war ja mein letzter Tipp aus dem. Tipp kann man nicht sagen. Gezeigt, wie ich es mache. Dreifach Geschwindigkeit. Wer es nicht weiß, wird oben rechts eingeblendet. Ist in dem Video, glaube ich, eine Seltenheit. Aber ist ja auch egal. Jo, hier hatte ich jetzt praktisch meine ganzen Kleinteile in diese Magnetschale reingeworfen. Wie man sieht, hält das recht gut. Das heißt, selbst mit Druckluft bleibt alles schön liegen, wo es hingehört. Und fliegt nicht quer durch den Raum durch. Hier geht's jetzt los mit dem Zusammenbau. Der Motor, den kann man eigentlich nicht falsch rum reinsetzen. Wenn er falsch rum reingesetzt werden sollte oder wollte, dann passt er einfach nicht. Kann man also nichts falsch machen. Motor rein und hier oben kommen jetzt sozusagen diese... Es sind ja keine Getriebeteile, das kann man ja nicht sagen. Das ist ja im Grunde nur so eine Art Kraftübertragungsblock. Wo im Grunde genommen von den beiden Enden des Motors die Kraft auf die Schneckenräder übertragen wird, die dann wiederum auf die Fahrgesteller gehen. Und hier geht gerade mein Neodym-Paket mit meinen beiden Federn an meine Magnetschale ran. So, und jetzt geht es an den Zusammenbau. Ich muss mich im Vorfeld wieder ein bisschen entschuldigen, wenn ich aus dem Bild rausgehe mit dem Teil. Man muss sich wieder vorstellen, ich zoome wieder mal ganz doll rein. Ich habe schon Dollar reingezoomt oder ich werde noch Dollar reinzoomen nachher. Aber ich zoome wieder rein und habe wieder, wie im ersten Teil schon erwähnt, wenn du im ersten Teil gerade geguckt hast, ist natürlich sehr schön, weißt du das ja, dass ich die Kamera sozusagen vor meinem Bauch stehen habe mit so einem Dreifußständer und muss jetzt mit ausgebreiteten Armen da links und rechts dran vorbei angeln. Und habe auch keine Lupe, die ich benutzen kann. Ich hatte es ja im ersten Teil am Anfang schon gesagt, da hatte ich es ja noch verwendet. Aber das macht sich wirklich äußerst, äußerst schlecht. Und ich möchte ja, dass man hier auch was sehen kann. Deswegen habe ich das jetzt ohne meine Arbeitslupe gemacht. Ich habe sozusagen nur das Licht an. Ja, das Zahnrad. Hier sind wir wieder an dem Punkt, was jetzt übrigens hier schlecht ist, wenn Teile magnetisch, also wenn die Pinzette, jetzt habe ich es, mein Gott, das war ja schwer jetzt, die Pinzette zum Beispiel magnetisch ist, macht sich das mitunter recht schlecht. Es ist zwar schön, dass da was dran haften bleibt, wie bei einem Schraubendreher von der Schraube, aber wenn du jetzt das kleine Zahnrad in der Hand oder die Pinzette nimmst und willst es loslassen, ja, dann will die immer dran hängen bleiben. An dem Ganzen, ne? Jetzt zoome ich hier ein bisschen näher ran, dass wir besser sehen. Jawohl, jetzt müsste ich auf dem höchsten Zoom sein, weil da geht nicht. Aber ich denke mal, das ist schon recht ordentlich. Und jetzt mache ich die beiden Antriebseinheiten fertig hier unten. Jetzt, dass der Teil jetzt mit dem Zahnrädern, wo dann die Kraftübertragung von oben von dem großen Zahnrad kommt. Wenn ich hier übrigens an meinen Fingern dieses Weiße, an dem Zeigefinger sieht man das vor allem ganz gut, dran habe, dann habe ich hier nicht irgendein altes Hautleiden oder sowas, sondern es ist vom Alkohol. Ich habe im ersten, ich habe hier keinen getrunken. Das ist, wenn ich jetzt den Motor habe ich ja mit Alkohol gereinigt. Das ist das Zeug, wenn man das an die Finger bekommt und das dann verdunstet, da hat man das, diesen weißen Belag auf den Fingern drauf. Ja, das ist das, was man hier so ein bisschen sieht. An der anderen Hand ist das noch schlimmer. Und jetzt merke ich gerade so ein bisschen Pause gehabt. Das hat auch den Grund, ich habe jetzt gerade mein Öl geholt, mein Ölfässchen. Ich mache jetzt hier hinten eigentlich einen Tropfen zu viel. Normal mache ich bloß mal einen Tropfen Öl hinten rein, wo die Feder rankommt. Das muss nicht geölt werden, aber es ist so, dass die Feder, wenn man die einsetzen will und da ist ein bisschen Öl drin, ich kenne das auch mit Fett, dass man da so einen winzigen Bips Fett hinten ran macht, dann haftet sozusagen die Feder an dem Stück von der Lok, wo das da reinkommt. Ansonsten, wenn man das im trockenen Zustand macht und hat da nichts dran, dann springt die Feder ununterbrochen weg. Man ist nur am Suchen oder neue einsetzen und deswegen mache ich da immer so einen Tropfen Öl rein. An das Getriebe kommt nachher sowieso noch ein Tropfen Öl ran.
ist das also nicht wirklich weiter schlimm. Es ist natürlich so, dass je mehr man da so an Ölen und Fetten verwendet, umso schneller sammelt die Lok natürlich auch das Ganze wieder auf. Das muss man auch wissen. Aber da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dass man das auch mal so reinigt zwischendurch. Ich mache das zum Beispiel mal, wenn ich nicht die Komplettreinigung mache, habe ich es auch schon drauf gehabt, dass ich mal dieses ganze Fahrgestell, wie es war, wie es zusammengebaut ist, in Ultraschallreiniger reingemacht habe. Da habe ich sozusagen alles bisschen von Ölen befreit da drinne. Danach habe ich es mit Luftdruck ausgepustet. Auch das, muss ich sagen, hat seine Wirkung. Seht ihr das, wie schön das jetzt reinging? Jetzt ist die Feder, die ist so ein bisschen deformiert, aber das liegt da irgendwie dran, weil das an den Magneten da schief war und dann bin ich da rangekommen, bla. Ist egal, die funktioniert jedenfalls und das ist eigentlich die Hauptsache. Und das dank des Öls. Ja, jetzt, da sieht man es, jetzt drücke ich sie noch ein bisschen rein, wenn das jetzt nicht wäre. Jetzt kommt sie gleich mal wieder rausgeflogen hier. Ja, Großklappe, ne? Hätte ich jetzt nichts gemacht, wäre sie nicht rausgekommen. Ja, hier am Finger, das ist alles dieses Alkoholzeugs da, ne? Ja, und jetzt sieht man das hier so ein bisschen an der Kante des Videos, aber wie gesagt, ich habe so einen kleinen Bereich, in den ich hier nur filmen kann, kann man sich dann wahrscheinlich vorstellen, dass das ein bisschen schwierig ist, das irgendwie rüberzubringen jetzt hier. Ja, okay, jetzt setzt man da, komm mal rein jetzt. Vielleicht ein bisschen schneller laufen lassen können an der Stelle, aber mein Gott. Hier sieht man mal live, was das wirklich für eine Fummelei ist. Selbst mit irgendwelchen kleinen Hilfsmitteln ist das schon grausam irgendwo. So, jetzt aber nächster Versuch. Wichtig ist ja, weil wenn man das, wie gesagt, nicht macht, dann feuert einen die Feder quer durch den Raum. Jetzt hat der clevere Uli geschnitten. Ja, ich glaube, ich habe noch 2-3 Versuche gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Also es ist ein Krampf. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, die Kupferbleche, oder was hat man Blech dazu? Hier die weißen Flecken da am Finger, sind furchtbar aus. Aber kannst du dich ändern. Ich hätte es vielleicht vorher mal eincremen sollen, dann wäre das nicht so gewesen. Das sollte man nicht vergessen, weil sonst hat man keine Stromabnahme. Die Räder sind ja schön blank durch das Ultraschallbad. Und das funktioniert jetzt auch wirklich prächtig mit der ganzen Geschichte. Ihr habt es ja gesehen im ersten Teil, ich habe ja alles reingefeuert in mein Ultraschallbad. So, jetzt kommt unten der Deckel drauf. Der ist ja zu schieben. Wenn ihr euch erinnert, im ersten Teil hatte ich das ja gebracht. Viele von euch werden es ja wissen. Setzt man so leicht auf, schiebt ihn rein. Das habe ich wieder ein bisschen übersprungen, weil ich aus der Kamera-Perspektive raus bin. Man, wie gesagt, ich zoome so doll rein. Man sieht es hier ja an den Kästchen da unten. Die weißen Linien, das sind immer 2 cm pro Linie. Und wir bewegen uns gerade im Bereich von 4x4 cm. Und das ist wirklich so klein. In dem Bereich, in dem ich mich bewegen musste, das Ganze ohne Lupe und mit ausgebreiteten Armen. Also, es ist ein Krampf. Aber was macht man nicht alles? Ach, beräuchere ich mich jetzt hier wieder. So, es ist schon schwer, diesen Schlitz von der Schraube zu treffen da. So klitzeklein, wie das alles ist. Das sind ja hier so eine Mikroschraubendreher, ne? Das sieht ja riesig aus hier gerade, was wir hatten. Aber es ist wirklich, wirklich klein. Ich meine, ihr Z-Bahner-Nutzer, ihr wisst das selber, aber alle, die von anderen Spuren mal hier reinschauen, ja, die könnt ihr das gar nicht vorstellen. So, jetzt kommt hier ein Tropfen. Das ist also ein Ölbehältnis, wo es hätte auch übrigens ein Tropfen gereicht, weil die Zahnräder drehen sich an. Irgendwann landet es an anderen Stellen auch. Also man muss wirklich nur ganz wenig ranmachen, ne? Ein Ölbehältnis, was wie so eine Kanüle vorne dran hat. Und ja, da kann man wirklich ganz fein dosieren. Also braucht man auch, anders braucht man gar nicht arbeiten. Hier hatte ich übrigens übersehen, wer es jetzt eben gesehen hatte. Ich habe den einen Schleifer unten nicht wirklich runtergebogen. Das habe ich in der Folge nachher noch gemacht. Das hatte ich hier nicht wirklich gesehen. Wie gesagt, das lag halt daran, weil ich die Lupe nicht verwenden kann. Und ich habe das aber nachher gemacht. Ich habe das so ein bisschen noch gebogen. Man sieht es, ne? Man sieht es nicht. Jetzt stecke ich den Stift außerhalb des Videos. Nee, ein bisschen sieht man es hier rein. Der muss ja durch das Zahnrad durch und guckt dann auf der anderen Seite dann wieder raus. Kleines Hilfsmittel genommen. Ich denke mal hier, ja, mit dem Schraubendreher ein bisschen durch. So, und jetzt geht das mitten durch das Zahnrad durch und hält dann in dem Fall über die beiden Außenseiten das Ganze fest. Hier sehen wir es. Wenn sich das nachher nicht gleich drehen sollte, dann musst du wirklich darauf Obacht geben, dann hat sich das Zahnrad mit den unteren Rädern ein kleines bisschen verkantet. Ich mache es dann immer so, dass ich mir die Lok, das sehen wir nachher, glaube ich, aber auch noch, auf diese grüne Unterlage stelle, mit beiden Händen ganz leicht runterdrücke und
die Lok ein bisschen schiebe. Und dann merkst du richtig, wie die Zahnräder ineinander einrasten. Das ist also eine sehr leichte Variante, das irgendwo zum Funktionieren zu bringen. Aber wir werden es wahrscheinlich gleich noch sehen, wie ich das mache. So, ja, das dreht sich übrigens schon. Da habe ich es wahrscheinlich schon gemacht. Aber ist ja egal. Also ich denke mal, wie gesagt, ein bisschen aufdrücken und auf dieser gummiartigen Unterfläche, Untergrundmatte da kann man das ganz gut irgendwo machen. Ja, hier sehen wir, mir ist meine zweite Feder von meinem zweiten Drehgestell tatsächlich durch die Gegend gesprungen. Ich habe sie eingesetzt und spring, weg war sie. Naja, habe ich noch eine neue, ich habe noch ein bisschen Reserve da. Aber ihr seht, oder ihr werdet selber wissen, ab und zu braucht man doch neue Ersatzfedern. Kommt man nicht gewohnt. Die sind ja nicht sündhaft teuer. Wenn du mal überlegst, was so ein bisschen Draht da, was du da bezahlst für so eine Federn, das ist schon grausam, aber was willst du halt machen, ne? Ich kaufe das ja mal bei eBay, das macht sich ganz gut. Hier sehen wir übrigens jetzt den zweiten Drehgestell, das brauche ich gar nicht zu kommentieren, das sieht man ja selber. Das Zahnrad drauf nochmal, ein bisschen eine andere Perspektive. Jetzt sieht man, wie ich es hin und her geschoben habe. Und da liegt das Zahnrad dann schön sauber, wo es hingehört. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn man das so machen kann. So, den nächsten Stift reinsetzen. Immer alles schön auf die Magnetschale packen. Das ist so ein Credo, was ich mir gesetzt habe. Weil ansonsten, wie gesagt, wenn alles. Ich habe auch so eine Plasteunterlage unter meinem Stuhl. Also wenn wirklich mal was wegfliegt, gerade diese kleinen Stifte. Ich meine, die Federn, wie gesagt, das kannst du schnell mal ersetzen. So, hier habe ich jetzt die Probe gerade, die Zahnräder drehen sich. Läuft alles schön sauber. Das ist ja das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Und das muss wirklich ganz, ganz leicht alles sich irgendwo bewegen, weil ich meine, man guckt sich mal die Lok an. Die Motoren, die haben zwar für ihre Verhältnisse, haben die hier richtig gut Kraft. Aber trotzdem ist ja alles wirklich, wirklich winzig hier drin. So, die eine Einheit reingesetzt, die andere. Die haben ja auch ein Gewicht, was sie mit zu tragen haben. Ich will ja sowieso in die Loks noch ein bisschen, da muss ich mir aber, da mache ich vielleicht sogar noch mal ein Video zu. Ich wollte an freie Stellen, an kleine freie Stellen, wollte ich so Wolframknete noch mit reinmachen. Die Lok geht ja, die ist ja relativ schwer hier. Die hat ja wirklich großen Eigengewichtsanteil, das bei ihr geht's. Aber ich habe noch zwei andere von dieser Bauart Type, die sind wesentlich leichter und eine leichte Lok ist nicht so gut. Also ich mag es, wenn sie lieber ein bisschen schwerer sind. Ich brauche keine Hochgeschwindigkeitszüge hier und ich fahre auch keine stundenlang im Kreis, dass die sich überhitzen bei mir. Dann habe ich lieber mehr Gewicht auf der Lok, dass die Lok eben entsprechend meine Steigung, die ich ja überall habe, gerade mein Wendel jetzt, der neue ist, der läuft übrigens, habe ich jetzt schon in meinem Video zugebracht. Das funktioniert ganz gut. Und da brauche ich eine schwere Lok vorne dran. Ich kann sie sowieso keine ellenlange Züge da reinsetzen in die Anlage, das würde gar nicht aussehen, muss ich dazu sagen. Und daher brauche ich schöne schwere Loks, die das Ganze hochbringen. Ich will auch gucken, ob ich noch freie Bereiche hier oberhalb reinbringen kann, wo ich dann weit ins Gehäuse oben die Wolframknete mit reinbringe, wo überall das ausgenutzt werden. Ich glaube mal, wenn du da schon 10 Gramm mehr drin hast, ist die Sache schon geritzt. Dann läuft das alles ein bisschen flüssiger noch, weil da der Druck auf die Schienen natürlich höher ist. So, hier kommen jetzt diese Schleifkontakte rein. Jetzt war ich an die Kamera gestoßen. Die Schleifkontakte rein. Das auf der einen Seite, das ist schon ein bisschen fummelig, dass die gerade drinnen sitzen. Und jetzt der andere noch rein. Ich hatte es ja im ersten Video angedroht, das hier zu zeigen. Hier sehen wir gleich Flutsch. Ja, da ist er weg. Da ist er gleich mal in die Lok reingefallen, also Platine wieder abgemacht. Ja, egal. Nächster Versuch, alles schön vorsichtig, lieber ein bisschen langsamer gearbeitet. Und wir sehen nochmal, ich habe immer diese kleinen Federstahlstäbchen hier in der Hand. Die machen sich wirklich super. Also das muss man echt sagen, hier wäre es fast wieder passiert. Wenn die verschwinden, die müssen ja halt so von außen ran, weil sonst kriegst du das ja nicht wirklich gebacken. Jetzt bin ich unterhalb, das also hat noch nicht funktioniert. Und da kannst du eben wirklich schön arbeiten, weil die haben ja, ich weiß gar nicht, was die für einen Durchmesser haben. Das waren, ich habe zwei, ich habe noch dünnere da. Und aber die sind dann wieder zu weich. Aber dieser Federstahl, der macht sich wirklich gut für solche Sachen. Die hier, die Stäbchen, die ich da drin benutze, die sind übrigens von diesen weichen Antrieb. Die Antrieben, die ich habe, sind die Original-Federstahl-Stäbchen dabei. Ich biege mir die immer selber, deswegen habe ich die hier alle immer übrig. Und sind immer zwei Stück bei, also habe ich genug von den Dingern da. Die kann ich also universell hierbei einsetzen. So, meine Freunde, mein Freund, wie auch immer, oder Freundin.
Die Lok wäre grob zusammengesetzt. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen, wo jemand wieder sagt, du hast es ja vergessen. Ja, die eine Schraube da oben, das weiß ich. Die kenne ich, dass die nicht da ist. Die werde ich ersetzen müssen. Und ansonsten kommt jetzt noch der Test, ob die Lok auch läuft. Und ab auf den Testring. Den muss ich übrigens auch mal wieder putzen, habe ich festgestellt. Ich habe zwar den vorderen Bereich hier. Aber das ist ja dieses Oval, was ich aus meiner Bahn so rausziehen kann. Aber wir sehen, da fährt sie hin. Und ja, die fährt wieder ganz sauber. Wer das vorher gesehen hatte, ich habe das leider nicht gefilmt, wo sie dreckig war. Die fuhr wirklich, ja, also stehen bleiben, fahren, meistens stehen bleiben, anschieben und so weiter und so fort. Und jetzt läuft sie wieder richtig schön sauber. Hat auch Spaß gemacht. Ich meine, das sind ja diese Fummelarbeiten, die man ja als Z-Bahner so gerne macht. Okay, meine Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Dann sage ich, macht schön gut, bis zum nächsten Mal. Wer noch kein Abo dagelassen hat, ich würde mich wirklich drüber freuen. Das ist so ein bisschen Belohnung für wenn man Videos macht. Ansonsten Daumen hoch, wäre genauso schön, freue ich mich auch drüber. Berechtigte Kritik, mein Gott, ist das schwer, bitte in die Kommentare rein. Und ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal, macht schön gut, dein Aquapainter aka Uli. Tschüss.